Heute wieder mal auf der Messe, und zwar auf der Intersolar in München. Die Herfahrt war eine einzige Katastrophe. Ich bin um 5 Uhr losgefahren und jetzt ist es kurz nach 11. Also das war Wahnsinn mit den Staus. Also schauen wir mal, wir gehen in die Messe und gucken mal, was wir finden. So, und hier haben wir jetzt unseren ersten Stand schon gefunden. Schaut einfach mal hier rüber. Das müsstet ihr ja schon aus meinen Videos kennen. Aber hier gibt es auch was richtig Schönes, Neues. So, wen haben wir denn hier? Hi, ich bin der Stefan. Servus, grüß dich, Marc. Was hast du denn uns Schönes, Neues mitgebracht? Ihr habt ja, oder mehr sagen, ich hatte ja schon auf meinem Kanal eure Powerstation, oder wie wollen wir es eigentlich nennen? Die Powerstation Grid von Sunbooster, genau. Vorgestellt, und ihr habt ja hier das Gerät. Und wahrscheinlich die brennendste Frage, die auch meine Zuschauer mir immer wieder unter dem Video stellen: Wann kann ich sie endlich bekommen? Oder wann kommt sie endlich? Die ersten 500 Stück sind schon sozusagen auf europäischem Boden, werden jetzt Ende Juni ausgeliefert. Wir schicken es gleich direkt sozusagen vom Hafen weg als einzelnes Stück zu den Endkunden. Vielen Dank an der Stelle für das große Interesse. Wir haben wirklich, es war eine Herausforderung, denn wir haben nicht über den Suezkanal schicken können, sondern mussten sozusagen unten rum, außen rum, und es war nicht einfach. Aber die ersten 500 Stück, wie gesagt, werden jetzt ausgeliefert. Und Software ist auch fertig, schaut richtig gut aus. Und wir haben auch, ich sage mal, zwei Zuckerl oder zwei Extras, die wir eigentlich gar nicht versprochen haben, aber die dabei sind. Zum einen können mehr Zeitfenster eingestellt werden in der App, also unendlich viele, wenn man so möchte. Und ein großes Feature für alle, also auch die damals schon im Februar bestellt haben, wird sein, dass die dynamische Einspeisung, also das Feature Nummer 1, das viele wollten, auch möglich sein wird. Wir machen das in zwei Schritten. Schritt 1 ist mit Smart Plugs, die wir anbieten. Da wird es in den nächsten zwei Wochen dann die Möglichkeit geben, dass bestehende Kunden das mit einem sehr, 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 sehr starken Rabatt noch dazu, sich die Hardware dazu bestellen. Und für alle Neukunden gibt es dann auch ein Bundle. Wir haben insgesamt 4 Plugs, die wir dazugeben. Ein Plug für das Balkonkraftwerk, also für die stromerzeugende Einheit. Der misst natürlich, wie viel Strom wird gerade erzeugt und geht sozusagen mal ins Netz oder in den Haushalt hinein. Darf ich mal kurz eingreifen, weil jetzt viele das bestimmt noch nicht begriffen haben. Das Balkonkraftwerk habt ihr schon, im besten Fall. Und ihr habt dann quasi dieses Smart Plug hinter den Wechselrichter eures Balkonkraftwerks gehangen, und dieser trackt jetzt quasi, was da kommt. Und die Powerstation kann das wieder aus dem Netz quasi zurückladen. Wir haben dann quasi eine AC-Ladung. Das heißt, die Installation ist für euch damit extrem einfach. Ihr müsst hier nicht mehr an den Kabeln rumklempnen. Ihr braucht einfach nur Stecker rein und gut ist es. Genau, genau. Und das Gleiche ist bei den Verbrauchern. Wir sagen, in der Wohnung hat man so drei wirklich starke Verbraucher. Es ist mal die Waschmaschine, die anspringt. Es ist mal vielleicht in der Küche das stärkere Gerät, das Strom braucht. Und dann hat man vielleicht noch so eine TV-, Fernseh-, Audiostation, oder manche haben einen starken Computer, der am Abend läuft. Und die drei werden dann auch gemessen und werden entsprechend eingespeist. Unsere Tests haben gezeigt, dass die Autarkie dann auf 95%, also bis zu 95% erhöht werden kann, was wirklich schon sehr, sehr hoch ist. Und das ist sozusagen der letzte wichtige Schritt, den wir hier sehen. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir das jetzt entsprechend auch bei allen bestehenden Kunden, wie schon gesagt, auch softwaremäßig durch die Updates mit anbieten können. Und auch zukünftig weitere Software-Updates das Gerät noch effizienter und noch schlauer machen. Dann noch eine Frage, die immer meine Kunden oder meine Zuschauer mir jetzt sagen, ihr auch gerne an mich habt: Wie sieht es denn mit echter Nulleinspeisung aus? Wir nehmen mal an, wir haben noch kein Balkonkraftwerk, kaufen uns einige Module. Und wir können ja auch hier an der Station die Module direkt anschließen oder Module anschließen. Genau, genau. Ja, genau. 1200 Watt Eingang haben wir hier, XT60 DC-Eingang mit Maximum Powerpoint Tracking, funktioniert tadellos. Wäre jetzt damit eine echte Nulleinspeisung möglich? Das heißt, ich könnte sagen, wenn die Powerstation voll ist, keine Abnehmer im Haus sind, dass das Ding dann aufhört einzuspeisen? Das müssen wir uns anschauen. Also die Frage haben wir noch gar nicht so oft bekommen, weil die meisten, muss man dazu sagen, eigentlich irgendwo eine Steckdose draußen am Balkon haben. Und die Powerstation Grid, die eine Powerstation ist, die im Haus ist, im Warmen bleibt, nicht gewärmt werden muss, eine hohe Effizienz hat. Bei anderen Systemen ist es sicher noch sinnvoller, wenn da direkt die Powerstation, der Speicher draußen ist, dass er DC-seitig angeschlossen wird. Aber was wir gut können, wir haben auch unseren Server und so weiter natürlich und die Entwicklung alles in Österreich, beziehungsweise Server in Europa. Mit Updates ist vieles noch möglich. Ja. Und das ist vielleicht ein kleiner Tipp. Ja. Es ist vielleicht nicht ganz so legal in Deutschland, aber viele machen das gerne. Ja. Sie nehmen dann diese Powerstation und
ich sage es jetzt mal vorsichtig, speisen unter dem Radar ein und wollen dann eine sogenannte einigermaßen Null-Einspeisung haben. Ja. Das wäre dann, deswegen wird das sehr oft auch bei mir angefragt. Ja. So, und ihr habt noch was Schönes Neues. Wir haben was ganz Neues, wo wir ganz stolz drauf sind. Energieerzeugung für bestehende Doppelstabgitterzäune. Also jeder, der zu Hause bei seinem Haus einen Doppelstabgitterzaun hat und dieses Sichtschutzband durchgefädelt hat, genauso wie ich zu Hause, hat sich vielleicht schon einmal überlegt, vielleicht wäre es cool, wenn dieses Sichtschutzband eine Solarzelle wäre. Und wir haben es geschafft. Wir haben ein bifaziales, flexibles Solarpanel, das bei jedem Doppelstabgitterzaun, die sind ja standardisiert ja, in den Maßen, durchgefädelt werden kann. Und bei einer Einheit, also 2,50 Meter breiten Doppelstabgitterzaun mit 7 Ebenen, über 500 Watt Leistung bekommt. Bifazial, das heißt gerade am Morgen, also Ost-West-Ausrichtung ist optimal, sozusagen 500 oder bis zu 500 Watt Leistung Peak. Und am Abend dann noch einmal, weil es auf beiden Seiten ist. Man kann hier auch unten reinfilmen, dann sieht man das, dass es auf beiden Seiten ist. Und das Schöne ist, wir starten da auch mit der Balkonkraft, mit der Möglichkeit, das als Balkonkraftwerk am Anfang mit maximal 800 Watt einzuspeisen. Man könnte da 4 Felder voll machen, da ist man dann bei den 2000 Watt, die jetzt in Deutschland auch es gibt, ja, möglich sind. Und es gibt es in der Form noch gar nicht, haben vor 2 Tagen das Patent eingereicht, ja, und den Stempel bekommen. Zeigen es heute hier das erste Mal und wird im Herbst rauskommen. Und ja, preislich werden wir sogar bei unter 1 Euro pro Watt liegen. Das heißt, also bifazial sind es eigentlich 2 Watt sogar, die man für unter 1 Euro bekommt. Also man ist da ähnliche Preisklasse wie ein Balkonkraftwerk. Abzüglich dann natürlich noch Mehrwertsteuer, die befreit ist, auch hier. Mhm. Und noch weiteren Förderungen, die es dann auch noch gibt. Und denken, ist ein sehr, sehr spannendes Produkt für die Zukunft. Da vielleicht auch noch ein paar kleine technische Fragen zu dem Produkt. Das wird wahrscheinlich viele interessieren. Wir haben ja jetzt hier einzelne Streifen. Hast du Länge vielleicht von den Streifen und vielleicht auch wie viel Watt und wie viel Volt? Ja, also ein Streifen hat 38 Watt. Dementsprechend haben wir dann, und ein Streifen hat, hier sieht man es ein bisschen, haben uns auch ein bisschen was überlegt, wie man das am besten verbinden kann, ja, dass das auch bei Windlast und so weiter wirklich gesichert ist. Und der Streifen hat 125 Zentimeter Länge. 2 Streifen haben dann die 2,50 Meter, die du als Standardraster bei einem Doppelstabgitterzaun hast. 38 Watt hat ein Streifen, also mal 2 sind dann, ich muss kurz rechnen, 78 Watt. Und eben auf die 7 Ebenen bist du dann etwas über 500 Watt. Spannungstechnisch, was hat so ein Streifen an Spannung? Wir sind da in einem Bereich unter 24 Volt. Also es kommt dann darauf an, wie es das verschaltet, weil wir seriell und parallel verschalten und das summiert sich dann entsprechend, ja, aber wir sind dann eben unter den 100 Volt, wenn wir dann bei einer Ebene runtergehen, damit sich das dann entsprechend für einen Wechselrichter Mikrogrid-Inverter dann gut ausgeht, ja. Ja, das hört sich sehr spannend an, also bin ich mal gespannt, wenn das Produkt rauskommt, bin ich natürlich gerne oder sehr stark daran interessiert, das auch mal zu testen. So, ich muss dann weiter und sage dann an dieser Stelle mal Tschüss und ja. Wünsche euch viel Erfolg mit eurem Produkt. Danke, Marc. Alles Gute. Tschüss.